Hallo lieber Eschenzocker, du hast Probleme mit dem Dungeon Sitz der Matriarchin, dann bist du hier genau richtig. Also der Dungeon hier ist wirklich riesig, total unübersichtlich, wie ich persönlich finde. Ich habe hier einige Zeit verbracht. Wenn du hier Probleme hast, dann werde ich dir zeigen, wie du hier wirklich ganz, ganz easy und entspannt verhältnismäßig hier zu dem Endpunkt kommst. Du musst relativ tief in den Dungeon vordringen, dann kommt hier ein relativ großer Bossfight, wozu ich dann nochmal ein separates Video machen werde. Aber jetzt nach der Reihe nach, ich werde dir jetzt hier die genaue Vorgehensweise zeigen. Es gibt hier, wie soll es auch anders sein, einen ganz, ganz großen Trick, wie du hier den Dungeon an sich austricksen kannst. Es gibt eine Stelle, wo du hier wirklich 70-80% der Passage, denke ich, circa abkürzt. Ja, hier der Anfang ist noch relativ easy und entspannt. Ich renne jetzt hier einmal kurz durch, um dir die Stelle zu zeigen. Ich werde jetzt hier natürlich dementsprechend nicht großartig die Gegner eliminieren, um das Video hier so kurz wie möglich zu halten. Du gehst hier geradeaus. Stand jetzt kann man sich hier natürlich noch nicht so großartig verlaufen. Schwer wird es dann erst ab der Tür, die man dann hier mit seinem KI-Mitstreiter zusammen aufmacht. Ab da wird der Dungeon hier wirklich unübersichtlich und kompliziert. Wie gesagt, ich hatte hier selber große Probleme, wusste überhaupt nicht, wo ich herlaufen soll. Hier diese Stelle musst du dir jetzt merken, wo du hier den Purpursaft auffüllen kannst. Hier links befindet sich ja dann auch das Tor, das du hier mit deinem Kollegen öffnen musst. Und dann springst du hier einmal nur runter. Das ist der große Trick. Du siehst jetzt hier nochmal, von hier oben bin ich gekommen. Hier kommt mein KI-Mitstreiter auch, legt sich auch auf den Bart. Und dann hast du hier eigentlich schon 70% geschafft. Hier musst du natürlich jetzt auch aufpassen, also dich nicht einfach blind runterplumpsen lassen. Du musst jetzt hier einmal ein Stück nach links springen. Wartet hier sofort ein Gegner auf dich. Kannst du platt machen, kannst du dich hier runterfallen lassen oder auch ein bisschen weiter rechts. Dann siehst du hier das nächste Gefäß, den nächsten Trog, um den Purpursaft aufzufüllen. Mach das Ganze gegebenenfalls auch. Ja, dann hältst du dich hier vor Kopf. Hier kannst du dich direkt an dem Anfang von der Leiter orientieren. Da gehst du dann runter. Hier siehst du, hier bin ich einmal runtergeplumpst. Hier ist meine Skoria. Die sammle ich noch einmal auf. Und hier musst du da ein bisschen aufpassen. Du kannst dich hier mal Stück für Stück fallen lassen. Pass hier bitte ein bisschen auf die Gegner auf. Hier kommen schon die nächsten Gegner. Du hast jetzt hier schon mal einmal ganz kurz das Ende gesehen. Also wirklich hier extrem geil, wie ich persönlich finde. Ganz, ganz kurzer Weg. Ja, wenn man hier schon viel gesammelt hat und wirklich keinen Bock mehr auf den Dungeon hat. Hier bin ich jetzt schon unten. Hier gibt es jetzt einmal zwei Wege. Ich werde dir jetzt beide zeigen. Einmal den Weg hier komplett geradeaus. Den werde ich dir jetzt einmal zeigen. Auf dieser Seite befindet sich dann der Bossfight. Musst du einmal gleich am Ende nur durch die Tür gehen und mit X bestätigen. Hier aber ganz, ganz wichtig, mach das bitte nicht. Speicher hier einmal vorher den Spielstand. Ich war einmal so doof und bin jetzt hier direkt zu dem Bossfight dann gerannt. Deshalb werde ich dir das Ganze hier nur andeuten. Hab dann den Bossfight gemacht. Hab natürlich hier richtig kassiert von dem Bossgegner. Ist relativ stark auch. Deshalb, wie gesagt, wird hier auch nochmal ein separates Video folgen mit ein paar Tipps und Tricks. Geh hier dann bitte nicht durch die Tür, sondern speicher vorher einmal ab. Hier gibt es einen Speicherpunkt auch ganz in der Nähe. Und dann, wenn du sterben solltest, überhaupt kein Problem, dann befindest du dich hier immer sofort ganz unten in dem Dungeon. Hier hast du die Tür gesehen. Hätte ich jetzt hier mit X bestätigt, dann hätte sofort der Bossfight angefangen. Und du gehst dann bitte hier den ganzen Weg zurück. Du kannst natürlich auch vorher, wo ich runtergeplumpst bin, nach der letzten Leiter, kannst du dich natürlich auch sofort zur anderen Seite begeben und hier dann erstmal wirklich den Spielstand speichern. Das Ganze ist hier relativ linear eigentlich. Du musst eigentlich nur den Weg geradeaus laufen. Hier relativ weit hinten siehst du es jetzt schon, da ist der Speicherpunkt. Und dann kann wirklich nichts mehr passieren. Du kannst dann den Bossfight ganz in Ruhe angehen, kannst dir da ganz einfach eine Taktik zurechtlegen, musst nicht hier immer wieder durch den kompletten Dungeon. Ja, ist einfach viel, viel besser. Deshalb, wie gesagt, geh bitte einmal zu dem Speicherpunkt, ist ganz, ganz wichtig. Da habe ich auch den Fehler gemacht. Hier siehst du nur vor Kopf, einmal das Spiel speichern, egal was dann passiert. Wenn du dann stirbst oder ähnliches, kommst du genau hier an dem Ritualstein dann wieder raus. Ja, das war's auch schon von mir. Ich hoffe, ich konnte mit dem Video weiterhelfen. Das Video hat dir gefallen. Abonniere meinen Kanal für weitere Videos. Würde ich mich riesig drüber freuen. In diesem Sinne, mach's gut, bis bald und tschüss.